Es ist 19.30 Uhr. Hier ist das Nordmagazin. Für uns in Mecklenburg-Vorpommern. Grenzenlose Freiheit. Die Kunst, mit einem Gleitschirm abzuheben. Damit schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nordmagazin. Ein Flug über 500 Kilometer, also circa von Rostock nach Frankfurt am Main, bei dem der Pilot keinen Liter Treibstoff braucht, sondern allenfalls ein bisschen warme Luft. Solche ökologischen Meisterleistungen können Gleitschirmflieger vollbringen. Natürlich ist so ein Gleitschirm als Verkehrsmittel nicht besonders zuverlässig und man fängt ja als Übender erstmal mit sehr bescheidenen Strecken an, wie auf dem Übungsplatz in der Nähe von Waren zu beobachten ist. Ganz zu Anfang ist ganz wichtig, dass alle Leinen hier frei liegen, damit, wenn ich dann loslaufe, der Schirm sich richtig aufzieht und da nichts verheddert und mir nichts passiert. Johanna Freudenthal wird heute zum ersten Mal alleine auf über 100 Meter steigen und frei fliegen. Bisher ist sie nicht höher als 10 Meter und nur am Seil geflogen. Fluglehrer Eckhard Zamel prüft ein letztes Mal Leinen und Gurtzeug. Lass mal los. Ja. Die so runterhängen, dann muss hier der A-Gurt an der Hosennaht entlang laufen. Und das ist richtig hier. Aber hier ist es schon richtig, wenn ich hier das überkreuz habe. Das sieht mir so eingedreht aus. Ja, was jetzt? Ich habe, glaube ich, einmal das um 108, also einmal umgedreht, ne? Also aufmachen müssen wir sowieso nochmal, weil du die Binde nicht, die Klinker nicht richtig mit eingehängt hast. Okay. Der Flug beginnt mit dem Aufziehen. Ja. Grundhaltung. Ein Schritt nach vorne. Jetzt ist noch relativ viel Wind. Das heißt, unsere Laufgeschwindigkeit zum Abheben, die muss gar nicht so groß sein. So, schon mal ein bisschen Körpergewicht nach vorne, dann lassen den Schirm steigen. Mhm. Dann gehst du ganz langsam mit den Armen hoch und erhöhst die Laufgeschwindigkeit zum Abheben. Von einer Winde am anderen Ende des Platzes werden die Piloten mit ihren Schirmen in die Luft gezogen. Also ich bin ganz schön nervös. Also es geht jetzt, mein Herz schlägt und ich hoffe, ich mache alles gut und richtig. Runter kommt man immer, wurde mir gesagt. Pilot eingehängt. Seil anziehen. Ganz leicht anbremsen. Weiterlaufen, weiterlaufen. Start. Das war ein Sahnestart. Super gemacht. Johanna ist die ganze Zeit per Funk mit ihrem Fluglehrer verbunden. Inzwischen sind auch die anderen Gleitschirmflieger in die Luft gegangen. Bei guter Thermik kommen die erfahrenen Piloten auch hier im Norden bis zu 100 Kilometer weit. Genau, jetzt bereitet sich langsam auf die Landung vor. Das heißt, ist auf Schulterhöhe mit den Händen. Genau, bleibt so. Und ganz runter und nach vorne gehen. Ganz nach vorne gehen, nach vorne gehen. Ja, Hände nach hinten, Hände nach hinten. Wer links, die linke. Jawohl! Hey, Johanna! Juhu! Kann ich nicht sagen, also total schön. Das ist so, weil das so einfach so, du fliegst und es ist total aufregend, weil das alles neu ist, aber es ist halt total schön. Total sanft. Johanna ist bis auf 130 Meter gestiegen. Und das will sie auch beim nächsten Mal wieder schaffen.